Hallo alle zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Let's Play Tales of Xillia. Wir sind nach wie vor unterwegs auf der Zinitra. Und ja, wir haben die beiden Generatoren abgeschaltet. Dementsprechend können wir jetzt hoffentlich den Kontrollraum betreten, wenn ich ihn denn wieder finde. Und schauen, ob wir die Lanze von Krasnik dort vorfinden und zerstören können. Das ist ja immer noch unser primäres Ziel. Man kann gespannt sein. Weil ich meine, wir waren ja einmal so kurz davor in Fenmont und dann haben sie die Lanze leider rechtzeitig weggeschafft. Und auch auf dem Schlachtfeld im Festival Moor waren wir eigentlich kurz davor. Die Lanze war direkt vor unserer Nase. Vielleicht läuft es ja diesmal besser. Vielleicht können wir sie jetzt ja endlich mal vernichten. Ja, hier können wir jetzt durch. Puh. Man, wie gesagt, kann gespannt sein. Wir haben das ganze Spiel über wirklich versucht, die Lanze ausfindig zu machen und zu vernichten, um sowohl die Menschen als auch die Geister zu beschützen. Und es hat nie geklappt. Exodus war uns immer einen Schritt voraus. Nein! Wie gesagt, vielleicht schaffen wir es ja jetzt endlich. Das wäre sehr wünschenswert. Der Speicherpunkt da vorne ist natürlich nicht umsonst vor diesem überhaupt nicht verdächtigen Raum, hier so auf der Karte, ne? Wenn ich jetzt mal da gucke, ne? Man kann sich denken, dass da natürlich ein Bosskampf auf dem Programm steht. Ich denke, ich werde mein Team so lassen, weil ich glaube, Elise bei Bosskämpfen, die wirklich flächendeckend heilen kann, ist definitiv gar nicht verkehrt. Ja, ich denke mal, ich glaube, ich lasse das Team so. Mila ist ja so ein bisschen Allrounder, also sowohl physisch als auch speziell. Jude und Elvin sind beide eigentlich eher speziell, habe ich so das Gefühl. Und Elise kann dann sich aufs Heilen spezialisieren, beziehungsweise gerne ab und zu mal Negative Gate raushauen. Wie gesagt, ich habe Respekt vor diesem Bosskampf. Definitiv. Also beim ersten Durchspielen habe ich ziemliche Probleme damit gehabt. Ich bin gespannt, wie es jetzt so laufen wird. Ich bin ja auf jeden Fall ein bisschen besser geworden im Vergleich zu meinem ersten Playthrough. Man weiß aber nie, ne? Deswegen mal gucken. Es wäre so unepisch, wenn ich jetzt auch in den Gegner reinrennen würde. What a pleasant surprise. How considerate of you to deliver Maxwell right to me. Tell me, Alfred Vincent, why is it that you have betrayed us? It's simple. Because the truth is, I've always despised you. I see. So you're prepared to spend the rest of your life in Risa Maxia. Like that matters to me. How'd you do that? I didn't feel any spirits die. What's going on? Eat this! There it is! It's that spirit again! I see, so you're Maxwell. You look quite a bit different now. Be quiet! Who told you to speak? Yes, Master. What the heck was that? Why are you taking orders from that big jerk? It's only natural for tools to obey their wielders. The only tool here is you! Spirits and humans are supposed to live in harmony! My servant here is hardly your garden variety type spirit. She's actually a Spyrite. What? We used boosters to recreate the spirit Celsius from the spirit fossil in which she lay dormant. She is the physical manifestation of a spirit art itself.
So now you're using the Spyrite's mana to perform arts? And that's why she's a tool. Does it all make sense now? How could you? You're despicable! So that's why you took Tipo's data? How could you do that to him? Little lady, I need to personally thank you for that. You told us precisely how to give birth to the Spyrites. And how to turn Rizomaxia into energy. I take it those aren't tears of joy, little lady. How can you be such a monster? Conductor, I thought the curtain closed on your career long ago. Why insist on an encore even now? I'll have you know that I'm as stubborn as my king, Gilland. And I'm not about to forgive you for toying with his life. We won't lose to you. No way! Is that supposed to frighten me? You really should know your place, boy. You don't have the power or ambition to make good on such threats. You, of all people, have no right to talk of power or ambition. What do you know? You use them both for your twisted objectives. I have little interest at all in continuing this conversation. But answer this one question. Do you know the difference between you and Jude? As if I care. As I thought. And that's exactly what makes you a fool. The Lance is spooling up to absorb more mana. Come, Maxwell. I'll allow you to live. However... the rest of you will die! I will protect all in Rizomaxia, people and spirits alike. That's it, Gilland! This madness ends right now! Puh! Das war eine heftige Cutscene, wenn ich das so sagen darf. Also ich habe richtig Gänsehaut bekommen. Gilland ist so ein, Entschuldigung, Arsch! Er ist einfach einer. Also man hat ja schon gedacht, Nachtigall wäre so ein bisschen wahnsinnig. Aber wenn man jetzt mal drüber nachdenkt, dass Gilland ihn wirklich beeinflusst hat, merkt man, woher das kommt. Gilland ist so... oh, ich hasse ihn so sehr. Was er da von sich gibt, was er über Celsius gesagt hat. Ich meine, dass er Nachtigall getötet hat, dass er uns alle töten will. Außer Mila, da ist er ja ganz großzügig. Ah! Also diese Szene ist wirklich intens, wenn man das so sagen kann. Puh. Also ich möchte ihn wirklich in den Hintern treten. Wirklich, wirklich, wirklich gerne. Weil ich kann ihn absolut nicht aufstehen. Er ist so richtig der typische Antagonist, den man einfach verprügeln möchte. Für das, was er so von sich gibt. Für das, wofür er steht und für das, was er tut. Celsius finde ich ganz cool, ehrlich gesagt. Aber ja, der Kampf wird definitiv nicht einfach. Wir sehen da Level 47. Gilland wird ähnlich sein. Nein, du wirst uns nicht bekämpfen. Gilland, muss ich nochmal eben gucken. Du hast 48. Ich werde mich aber auf Celsius konzentrieren. Weil wenn ich mich recht entsinne, kann sie ihn heilen, meine ich. Aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ich finde solche Gruppenbosskämpfe sowieso immer sehr viel schwieriger, als einen einzelnen Gegner zu haben. Weil die sich natürlich aufeinander abstimmen können und weil du dann quasi von zwei Leuten gleichzeitig angegriffen werden kannst. Also wie gesagt, der Kampf wird definitiv nicht ohne sein. Aber ich gebe mir, wie gesagt, größtmögliche Mühe, das hinzubekommen, dass wir Gilland möglichst schnell ins Jenseits befördern. Und ich glaube, die Szene hat auch klar gemacht, auf welcher Seite Elvin steht. Definitiv. Funny. I was just thinking the same thing. I won't let you harm Master. Out of our way! Mila, wait! She's right. We should not underestimate Celsius. This is my ultimate creation. Take true power and die! Ich glaube, sie sind aus, sind fertig mit Reden. Also ich mag Celsius logischerweise, allein wegen ihrem Element. Aber die Situation, in der sie sich befindet, ist natürlich auch alles andere als toll. Das hat guten Schaden gemacht, denke ich. Ja. Ungefähr die Hälfte haben wir schon runtergeprügelt. Also wie gesagt, ich mag Celsius. Ich finde sie toll. Ich mag sie auch vom Kampfstil her. Gilland ist ja eher so ein bisschen ähnlich wie Elvin, könnte man meinen. So ein bisschen auf Distanz.
Huch. Aber gut. Komm her, Celsius. Nein, es ist nicht Zeit zu gewinnen. Zeit, dich fertig zu machen und alles, für das du stehst, und die Lanze zu vernichten. Ach, er ist so unsympathisch. Das kann ich nur wiederholen. Aber die Szene war super. Vor allen Dingen auch zu hören, was Mila zu sagen hat, was Jude zu sagen hat. Ich finde Jude mit Mila auch immer so ein bisschen ähnlicher. Das, was Alvin gesagt hat. Und jetzt wissen wir auch, warum sie Tito geklaut haben. Also es war eine ganz, ganz wichtige Szene. Kann man, glaube ich, so sagen. Huch. Ich sehe teilweise gar nicht, was hier passiert. Okay, das kam nicht mehr durch. Aber wir prügeln Celsius gut runter. Die Kampfmusik ist übrigens episch, möchte ich betonen. Autsch! Und dadurch, dass die beiden natürlich auch verbunden sind, das macht die beiden natürlich auch noch stärker. Nein, ich wollte nicht casten. Warum hat das funktioniert? Das hätte niemals funktionieren dürfen. Celsius, komm her. Naja, wenigstens geheilt. Nein. Die können doch... Ich weiß gar nicht, ob die Mystic Arts können, ehrlich gesagt. Ich würde sogar auf Nein tippen. Weil sonst hätten sie es bislang mit Sicherheit gemacht. Und ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass die welche können. So, Celsius ist schon mal weg. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Das lief sogar ziemlich gut, muss ich sagen. Also, ich hatte damals so viel größere Probleme. Aber Celsius haben wir jetzt ziemlich gut runtergeprügelt und Gillend hat auch nicht mehr viel. Wie blöd habe ich mich damals eigentlich angestellt? Den Kampf hätte ich ja schon fast auf gemäßigt machen können. Wow. Also er macht ganz schön Schaden. Nein. Lass mich. So, nochmal hochheilen. Und das war's. A power matching that of the great spirits. The power of Spyrite. Doesn't matter. Gillen's ambitions end here. Ja, da hat er recht. Ich meine, man könnte meinen, er wäre der Endboss, so wie er sich aufgespielt hat, die Situation und so, ist er natürlich nicht. Aber er hatte auf jeden Fall so von der Aufmachung her schon dieses Niveau. Also der Kampf lief ziemlich gut, muss ich sagen. Ich habe den viel, viel schlimmer in Erinnerung tatsächlich. Und ich bin jetzt nicht irgendwie höher vom Level her als vorher. Ich bin, glaube ich, sogar ein bisschen niedriger, als ich damals gewesen bin. Oder ungefähr gleich. Von daher gesehen, ja, lief auf jeden Fall gut. Das heißt, wenn Gillend jetzt aus dem Weg geräumt wird, was ist dann mit Exodus? Was ist mit der Lanze? Was wird sonst noch so passieren? Können wir die vier großen Geister jetzt befreien? So oder so, ich kann euch nur sagen, wenn ihr den Part vielleicht gerade nur nebenbei schaut, jetzt wäre der Zeitpunkt, auf jeden Fall aufzupassen, weil jetzt folgt für mich persönlich die beste Szene im ganzen Spiel. So, this is experience. I won't let anyone down. Just keeps getting better. I feel much stronger. You're really coming into your own. There's always room for improvement. I'm just getting started. No, not now. Not when we finally created a Spyrite. Damn it! The only thing you really want to do is gain favor with the outside to boost your influence. What's the point in making these Spyrites, or whatever you call them? Spyrites are different from Spyrix devices. They allow us to wield incredible power without consuming spirits. Olympias is overflowing with people and technology, and we need Spyrites to sustain ourselves. What are you talking about? As spirits have become scarce, so has the mana in Olympias. Our world is now doomed to fade away.
So that is why you implemented the Otherworld Reactor plan. But it's your fault. For getting hooked on Spyrex to begin with, now you have to live with the consequences. But if Spyrites become commonplace, the people of Olympias will have all the mana they need. Isn't it a bit late for that? You were the ones who chose to rely on Spyrex 2,000 years ago. That wasn't me! Hey, are you okay? My death is not going to change the face of Risa Maxia. Our plan can proceed so long as the schism exists. Everything you've done is for nothing! Is he dead now? Perhaps that was the price he had to pay for using Celsius. It was a high price to pay, even for that much power. Well, I'll be taking this back. Glendor Yul'Savent. Goodbye, Uncle. Has everything been settled now? You just missed it. This doesn't feel right. Not at all. Exodus must abandon their plans. They must be forced to, for the sake of Risa Maxia. Right. See you all again. Maxwell. Even you won't interfere here. I'll destroy it. Mana into the lands, then maybe... So you're saying we should willingly give that thing power? It can mean the death of us. We're dead either way. We have no choice. What?
Don't do it! No, you can't do this! What are you doing? Aren't you supposed to stick around to help protect the world? There are still so many things left you need to do! With the schism gone, Exodus's plan will come to an end. Isn't that right? What? You're still here? I told you to leave with Jude and the others. I'm sorry. I dragged you into this. Well, well. You've certainly changed, haven't you? I just want to live as Maxwell. That's all. And that's an excuse to off yourself, huh? I know it conflicts with my mission. Then don't! Don't do it! I don't want to disappoint Jude. When he's watching me, I want to be like this. I want to be the Maxwell he respects. What does Maxwell have to fear? So that's what it was. I finally understand. I've become afraid. Afraid of loss. Diese Szene, ne? Oh. Ich muss ganz ehrlich zugeben, ich habe geweint. Ein bisschen.
Ich weiß nicht, ob ich einfach nur nah am Wasser gebaut bin, aber ich habe damals ein paar Tränen vergossen und jetzt auch wieder, obwohl ich wusste, was passiert. Vielleicht war es sogar noch schlimmer, weil ich halt wusste, was passiert. Ja, wir haben es geschafft. Wir haben die Lanze von Kresnik zerstört. Wir haben Exodus Pläne durchkreuzt. Aber zu welchem Preis? Ich glaube übrigens, die Stimmen der vier großen Geister hat man auf Judes Seite nicht gehört, beziehungsweise man hat die Untertitel nicht gehabt. Es war doch ganz interessant zu hören, was die noch zu sagen haben. Ich meine, wir haben unser Ziel erreicht. Wir sind bei der Lanze gewesen, wir haben die vier großen Geister zurückgebracht. Die Lanze hat mit Sicherheit diese Explosion nicht überlebt. Somit, wie Mila schon sagte, Exodus Plan endet damit. Aber, wie gesagt, zu welchem Preis? Oh, ich habe immer noch Gänsehaut. Ich meine, ihre Mission als Maxwell... Oh Gott, ich habe immer noch so eine wackelige Stimme irgendwie. Ihre Mission als Maxwell war es ja einfach, die Lanze zu zerstören und die Menschen und die Geister zu beschützen. Das war ihre oberste Priorität. Und wie wir in einem der letzten Parts schon gehört hatten, Maxwell darf nicht den Tod wählen. Es ist ganz wichtig, dass Maxwell weiter existiert, auch wenn RCS wiedergeboren wird. Es ist einfach ganz wichtig, dass Maxwell noch da ist, um die Welt zu beschützen. Der Tod ist keine Möglichkeit. So hieß es zumindest. Und ich meine, Mila hat eine Charakterentwicklung durchlaufen. Am Anfang vom Spiel stand sie voll hinter ihrer Rolle als Maxwell. Und ich meine, man muss ihr lassen. Sie hat die Mission bis zum bitteren Ende durchgezogen. Und dafür hat sie meinen größten Respekt. Nichtsdestotrotz hat sie sich am Ende gegen Maxwell und für ihre Freunde entschieden. Denn wie wir gehört haben, hätte jeder sein Mana in die Lanze fließen lassen. Wären eventuell zwar alle umgekommen, aber eventuell hätte man auch alle retten können. Und Mila hat sich eben dazu entschieden, nur ihr eigenes Mana in die Lanze zu leiten und damit sicher den Tod zu wählen, um alle anderen zu retten. Das heißt, das ist wirklich so der Höhepunkt ihrer Charakterentwicklung gewesen, dass sie sich wirklich irgendwo ja gegen ihre Mission und für ihre Freunde entschieden hat. Und deswegen ist das für mich einfach die epischste, wenn auch traurigste Szene im ganzen Spiel. Diese Musik, die Inszenierung. Auch in dem Moment, wo sie zu Jude sagte, du kommst auch ohne mich klar, auf Wiedersehen, Jude, da war vorbei bei mir. Also da kamen die ersten Tränen, weil das tut mir so weh, zu sehen, wie Mila sich so weiterentwickelt hat und so an ihren Freunden hängt und auch vor allen Dingen so an Jude. Und einerseits natürlich, dass sie die gerettet hat und sich selbst dafür geopfert hat. Es ist unglaublich, wenn man bedenkt, wie sie am Anfang war. Aber was das jetzt für die Gruppe heißt, ich meine, gerade Jude wird das unglaublich hart treffen und auch alle anderen. Ich meine, Elise hat sich ein Vorbild genommen an Mila. Elvin, der jetzt endlich wirklich einen Platz in der Welt gefunden hat und Freunde gefunden hat. Und dann wird alles auseinandergerissen. Also beim ersten Durchspielen hat mich das unglaublich getroffen. Und jetzt auch noch. Die Szene ist wirklich heftig und ihr könnt mir wie gesagt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Mich hat es auf jeden Fall emotional sehr hart getroffen. Kann man nicht anders sagen. Es ist für mich, wie gesagt, so die wichtigste Szene im ganzen Spiel. Klar, das Finale vom Spiel später ist natürlich auch noch unglaublich episch, aber ich weiß nicht. Das ist so der Höhepunkt der Charakterentwicklung von Mila. Es kommt für mich oder kam für mich auch überraschend, dass sie das wirklich so durchzieht, dass sie sich wirklich für ihre Freunde opfert. Jetzt, wo quasi, ja, wir dort angekommen sind, wo wir die ganze Zeit hin wollten. Es ist schon hart und das muss ich jetzt auch erstmal wieder ein bisschen sacken lassen. Natürlich kann man sich denken, also ich sage mir mal anders, das, was jetzt kommt, kenne ich nicht. Das ist für mich blind. Denn jetzt kommt ein recht langer Abschnitt, gemessen an Judes Seite, die ich gespielt habe, der sich unterscheidet. Das heißt, das ist so die Stelle im Spiel, wo wir jetzt eine ganze Zeit lang Judes Perspektive sehen und vermutlich auch eine ganze Zeit lang Milas Perspektive, bis sich die Wege hoffentlich irgendwann wieder treffen werden. Dadurch, dass ich Judes Seite gespielt habe, weiß ich, was da passiert. Ich weiß nicht, was auf Milas Seite passiert. Irgendwas muss ja passieren. Ich meine, wenn man logisch drüber nachdenkt, sie kann ja eigentlich nicht gestorben sein, sonst würde Milas Story ja an dieser Stelle enden. Irgendwas muss ja passiert sein. Irgendwas, was ich mir nicht erklären kann, weil ich Milas Seite nicht kenne. Deswegen bin ich da ganz, ganz gespannt, was passieren wird. Die nächsten Parts sind für mich also blind.
Wir werden Milas Seite jetzt erstmal weiterspielen. Das ist die Stelle im Spiel, von der ich mal gesprochen habe, als ich gemeint habe, dass es eine Stelle gibt, bei der Judes Seite auch ganz, ganz interessant ist. Normalerweise reicht es, kurz zusammenzufassen, was passiert ist, aber das ist so die Stelle im Spiel, wo ich mir denke, da wollt ihr Judes Seite nicht verpassen, auf gar keinen Fall. Und dementsprechend, wenn wir Milas Perspektive durchhaben, bis zu einem gewissen Punkt, werde ich quasi nochmal in Anführungszeichen die Zeit zurückdrehen und euch zeigen, was auf Judes Seite passiert wäre. Denn ich habe damals beim ersten Durchspielen einen separaten Speicherpunkt für genau diesen Moment hier erstellt. Falls ich das irgendwann let's playen möchte, dass ich euch auf jeden Fall auch Judes Seite zeigen kann, weil das ist auf jeden Fall sehenswert. Nur damit ihr schon mal Bescheid wisst. Ja, dieser Cliffhanger ist mies, aber da ich selbst nicht weiß, was jetzt passiert, muss es sein. Ich würde sagen, das war's für heute mit Let's Play Tales of Xillia und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Ciao, Leute.